Hallo Borussen, vielen Dank für eure Fragen. Dann fangen wir mal an. Also, erste Frage. Wie gut hat dich die Mannschaft aufgenommen? Ich würde sagen, sehr gut. Also es hat nicht viel gebraucht oder nicht lange gebraucht, bis ich mich wohlgefühlt habe. Deswegen, ich würde sagen, so ein, zwei Wochen und dann war das schon top. Zweite Frage. Dein bester Teambuddy. Schwierig zu sagen, so nach kurzer Zeit. Also ich würde mal Flo sagen, Flo Neuhaus, weil ich neben ihm sitze und weil wir im Trainingslager auch im Zimmer waren. Wer aus dem Kader hat den besten Musikgeschmack? Boah. Also ich weiß nicht genau, wer der Team-DJ ist, aber ich glaube, unsere Franzosen haben schon so einen guten Vibe. Und ja, dann würde ich so, ich würde mal mit Nathan gehen. Wieso hast du die Nummer 25 gewählt? Mein Opa ist vor letztes Jahr verstorben und er hatte am 25.8. Geburtstag und es war die einzige Nummer, mit der ich noch eine Verbindung hatte und deswegen habe ich die 25 gewählt. Wer war dein fußballerisches Vorbild in der Kindheit? In der Kindheit würde ich schon sagen Ronaldinho und Neymar. Die haben mich so am meisten geprägt, weil ich so ein bisschen ähnlich spielen möchte. Ja, das kann ich heute immer noch behaupten. In welchen drei Stadien würdest du gerne mal auflaufen? Ja, ich glaube, das ist nicht so schwierig, die Frage. Einmal im Bernabeu, einmal im Camp Nou und ich würde sagen hier. Aber das mache ich ja hoffentlich in den nächsten Wochen auch mal. Wer war dein unangenehmster Gegenspieler in deiner Karriere? Boah, das ist eine sehr gute Frage. Mein unangenehmster Gegenspieler. Da gab es einige, die unangenehm waren, aber ich würde mal sagen Benjamin Hübner. Also ein bisschen Knochenbrecher, hat immer wehgetan. Wärst du Model geworden, wenn es nicht mit Fußball geklappt hätte? Auf keinen Fall, nein. Hair-Tutorial. Einfach Luft trocknen lassen. Das ist, glaube ich, die beste Methode. Mache ich auch immer. So. Zockst du in deiner Freizeit gerne? Gerne und oft. Also nach dem Training mit meinen Jungs immer, denke ich, so pflegt man den Kontakt. Deswegen in meiner Freizeit zocke ich schon so als Ablenkung, ja. Also hier zocken wir öfters mal FIFA. Zu Hause mit meinen Jungs zocke ich Fortnite. Ja, so. Ich sage so die zwei Sachen. Ab und an mal was anderes, aber so, ich glaube, im größten Teil Fortnite oder FIFA, wenn ich zocke. Magst du Ananas auf Pizza? Boah, ich mag es. Die Italiener hören das, glaube ich, nicht so gerne, aber essen tue ich es nicht so oft. Also wenn Pizza, dann glaube ich Margherita. Lieblingstrikot der Saison? Ich muss sagen, ich finde alle drei schön. Aber ich glaube, mein Lieblingstrikot ist das Heimtrikot, das Weiße. Wie sieht ein Alltag als Fußballer aus? Gegen 8 Uhr aufstehen, dann was frühstücken, ins Training fahren und dann haben wir meistens die erste Einheit. Mittags ist meist individuell, kannst du entweder Massage machen oder nochmal auf dem Platz, vielleicht nochmal einen Kraftraum. Und dann gegen Mittag kommst du so gegen 14, 15 Uhr nach Hause und ja, dann gehe ich mal mit meinem Hund spazieren, mal gehe ich ein bisschen zocken, mal lege ich mich vielleicht einfach in den Garten oder unternehme was mit den Jungs. So, das ist eigentlich relativ simpel. Also bis von 8 bis 15 Uhr bist du ungefähr so unterwegs und machst deine Termine und danach hast du Freizeit. Traumurlaubsziel. Ich würde sagen, die Malediven. Wer ist die berühmteste Person aus deiner Telefonliste? Da müsste ich vielleicht mal nachschauen, aber die berühmteste Person. Gute, schwierige Frage. Berühmt, berühmt, berühmt. Ich würde sagen, Serge Gnabry. Was sagst du zu der Stimmung von unseren Fans? Nimmt man das als Spieler so richtig wahr?
Auf jeden Fall. Also ich fand jetzt gegen Bayern, fand ich es nochmal einen Tick mehr wie gegen Leverkusen. Da im Stadion war es schon unheimliche Stimmung. Also habe ich auf jeden Fall so wahrgenommen und auch nach den Spielen. Also echt Chapeau, wie ihr uns da unterstützt habt. Und ja, also es ist schon echt enorm. So die letzten zwei Heimspiele waren schon sehr geil. Mit welchem Spieler würdest du gerne mal einen Trikottausch machen? Eigentlich tausche ich eigentlich immer nur mit Spielern, die ich persönlich kenne, Freunde von mir, mit denen ich früher zusammen gespielt habe. Aber wenn ich mit jemandem ein Trikot tauschen würde, dann wäre das, glaube ich, Messi oder Neymar. Oh, letzte Frage. Das war's schon. Das war's. Top. Super, danke dir. Bitteschön.